بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich sage ein paar abschließende Worte zu dem Kapitel As-Sabr. Danach gehen wir weiter zum Ar-Raja wal-Khawf, Hoffnung und Furcht. Eigentlich kommt nach dem As-Sabr kommt eigentlich der Ash-Shukr. Wenn ihr euch erinnert, habe ich das mal angekündigt gehabt, aber ich will das überspringen. Einfach aus dem Grund, weil das meiste, was hier genannt wird in dem Kapitel Ash-Shukr, ist so ja, eine trivial, selbstverständliche Sache. Die abschließenden Worte zum As-Sabr sind die Adab-us-Sabr. Adab-us-Sabr, die Benehmensregeln oder ein Kodex, Benehmenskodex, wie man sich zu verhalten hat. Ihr wisst, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Akhlaq und den Adab, oder nicht? Der As-Sabr, das heißt die Geduld selbst, ist ein Khuluq. Ich erinnere euch nochmal, was der Unterschied zwischen Khuluq und Adab ist. Wir hatten ganz am Anfang dieser Unterrichtsreihe gesagt, es gibt im Menschen einmal den Khuluq, einmal den Khalq. Al-Khuluq ist sein inneres Bild, sein inneres Aussehen. Al-Khalq ist sein äußeres Aussehen. Deswegen seht ihr auch in der Definition des Hadith, die Muhaddithun definieren den Hadith wie folgt, sie sagen, Kullu ma nuqila an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, alles was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wird, min qawl, seine Aussagen, fi'l, seine Taten, taqrirat, seine Bestätigungen, was noch? Sifa khalqiyya, äußerliches Erscheinungsbild, khalq, und khuluqiyya, akhlaq, Charakteristiken. Und dann gibt es die Adab, wobei ich glaube, es gibt keine Beziehung. Also der Adab ist vom Khuluq trennbar. Jemand kann äußerlich Mutaaddib sein, das heißt Adab haben, aber verdorbene Charaktereigenschaften. Die Adab sind so die Manieren. Jemand kann Manieren haben, aber verdorbene Charaktereigenschaften, oder nicht? Äußerlich glänzt und ist alles bei ihm okay. Er verhält sich, wie man sich zu verhalten hat, aber er hat keine angenehmen Charaktereigenschaften. Die Charaktereigenschaften sind das innere Bild des Menschen, aus dem quellen seine Taten und Aussagen hervor. Es geht darum, dass etwas deine Charaktereigenschaft ist, wenn du diese Tat nicht erzwingen musst. Sie fließt einfach aus dir raus. Du musst nicht mal darüber nachdenken, das passiert einfach, automatisiert. Das nennt man Charakter. Aber hier geht es nicht um den Charakter, weil den Charakter aus Sabr haben wir ja besprochen. Hier redet jetzt über die Adab, das heißt die Manieren des Sabr. Wie hat man sich zu verhalten als einer, der diese Charaktereigenschaft aus Sabr in sich trägt. Er sagt, das sind wenige Worte, ich fasse das zusammen hier, was er sagt. Das allererste ist, dass man die Geduld gleich am Anfang nutzt. Geduld gleich beim ersten Treffer nutzen. Wisst ihr warum? Das ist ganz logisch. Es gibt einmal eine selbst erworbene Geduld. Ich nenne es mal so. Sabrun iktisabi. Das heißt Geduld, die von dir selbst kommt. Und dann gibt es eine angezwungene Geduld. Angezwungene Geduld, das ist halt diese Geduld, die manchmal, wenn du von einem Schicksalsschlag getroffen wirst, egal ob es schwer ist oder gering, ob es etwas, Belangloses ist oder etwas, was von Belangen ist. Manchmal ist es so, dass man sich fast übergibt. Man übergibt sich mit Schimpf, man übergibt sich mit Missmut, Griesgrämigkeit und so weiter. Und am Ende beruhigt man sich und nimmt es einfach in Kauf. Ja? Das ist eine Geduld oder nicht? Das ist eine Form von Geduld, aber das ist so eine erzwungene Geduld, weil er weiß, er hat nichts anderes, er kann eh nichts machen. Also ergibt er sich am Ende. Aber diese Geduld am Ende, das ist nicht die Geduld, die von dir verlangt wird. Das ist eine Geduld, die hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat diese Geduld, früher oder später.
Aber die Geduld, die in der Scharia gefordert wird, ist die am ersten Moment, dass du dich hier geduldig zeigst. Und Geduld bedeutet, deine Zunge zu zügeln, nicht zu schimpfen, nicht zu jammern, dein Herz zu zügeln, das heißt, dich damit abzufinden, das zu akzeptieren, wie es ist. Also akzeptieren heißt aber nicht, wie manche verstehen, dass man nichts dagegen tut, wenn man etwas tun kann. Akzeptieren heißt, dass man damit als Bestimmung Allah Ta'alas zufrieden ist. Deswegen sagte Abdul Qadir al-Jilani, das ist ein hanbalitischer Gelehrter übrigens, Abdul Qadir al-Jilani, aber er ist berühmt bei allen. Er sagte, mir hat sich ein Fenster geöffnet in Bezug auf die Bestimmungen Allah Ta'alas. Also er meint mit dem Fenster eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist Dafi'il Qadara bil Qadar. Wende den Qadar mit dem Qadar ab. Wenn dich etwas trifft, hat es sich mit dem Qadar Allahs getroffen. Wende es mit dem Qadar Allahs wieder ab. Dreh es um. Genauso wie der Hunger ist vom Qadar Allah, oder nicht? Ergibst du dich dann, wenn du Hunger hast und sagst, ja, bedeutet das Zufriedenheit mit den Bestimmungen Allah Ta'alas, damit zufrieden zu sein, es hinzunehmen, akzeptieren, heißt es einfach nichts mehr zu tun und jetzt sitzen bleiben und hungern? Du wirst diesen Qadar, wirst du abwenden durch einen anderen Qadar, durch das Essen. Durst, ebenfalls. Wenn dir zu heiß ist oder zu kalt ist, das ist alles Qadar und Qadar. Du wirst es aber lindern oder abwehren, indem du dich entsprechend ankleidest. Auch Qadar, versteht ihr? Deswegen als ein Räuber in der Zeit von Umar radiallahu ta'ala an, er sollte bestraft werden für seinen Diebstahl. Dann sagte er zu ihm, das nennt man al-ihtijaju bil-qadar al-ma'asi. Das ist nicht legitim. Dass man den Qadar als Vorwand nimmt für seine Missetaten, für seine Sünden, die man begeht. Also indem man sagt, ja, das ist Qadarullah. Es passiert die Sünde, Qadarullah. Es ist Qadar, ja, aber du darfst es nicht als Vorwand nehmen. Deswegen sagte dann, er wollte sozusagen die Strafe von sich abwenden dadurch. Und da sagte Umar, وَنَحْنُ نَقْطَعُكَ بِقَدَرِ اللَّهِ. Und wir schneiden dir die Hand auch mit dem Qadarullahs. Also wenn es passiert, ist auch Qadarullah. Versteht ihr? Was ich aber sagen will, die Geduld muss am ersten Moment stattfinden. Alles andere, verzögerte Geduld ist nicht mehr die Geduld, für die du belohnt wirst oder für die du gelobt wirst. Weil wie gesagt, diese Geduld, das ist eine angezwungene Geduld. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Frau, die wir erwähnt haben im letzten oder vorletzten Dars, die am Grab stand, ich glaube am Grab ihres Sohnes oder ihres Ehemannes, ich weiß es nicht mehr, und hat geweint und gejammert und ja, an die Taten und Aussagen getätigt, die sie hätte nicht tun sollen, die der Geduld widersprechen. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lief an ihr vorbei und sagte, ja, Amat Allah, isbiri. Dienerin Allahs, habe Geduld. Und dann sagte sie, ilayka anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Geh fort. Du wurdest nämlich nicht von derartigem heimgesucht wie ich. Also du hast nicht das gleiche Schicksal erleben müssen wie ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist weggegangen. Und ihr wisst, manchmal in emotionalen Situationen ist der Mensch nicht ganz bei Kontrolle. Er hat sich manchmal nicht ganz. Er weiß manchmal auch nicht, was er sagt und tut. Er ist wie in einem, ja, in so einem Rauschzustand. Und als sie dann ein bisschen zu sich gekommen ist, hat sie begriffen, mit wem sie gesprochen hat. Das ist der Gesandte Allahs. Sie ist zu ihm nach Hause gegangen und hat sich gewundert, dass vor seiner Haustür keine Wächter sind. Al-Bawwab, weil man kennt das so. Große Persönlichkeiten, Könige, Führer, Revolutionäre, werden immer bewacht und an ihren Türen stehen immer irgendwelche Leute, die aufpassen. Er hat sich gewundert, dass bei ihm keiner war. War offen einfach. Und sie ging dann zu ihm
Und dann sagte sie, entschuldigte sich, und dann sagte der Prophet diesen Satz: Innama sabru in das sadmatil ula. Die Geduld ist beim ersten Schlag. Das ist die Geduld, yani, die verlangt wird von dir und für die du belohnt wirst. Man muss ja auch anmerken, ne? Wenn man das begreift, dass du dich am Endeffekt sowieso gedulden wirst, warum machst du das nicht von Anfang an gleich? Wenn du das von Anfang an machst, du wirst das im Endeffekt, wie gesagt, bei der Geduld enden. Das ist sozusagen der Ende des Weges. Da wird dein Weg aufhören. Aber wenn du das verzögert machst, lässt du dir einen Lohn entgehen. Lässt du dir Lob entgehen, der dir hätte eigentlich zukommen können. Und deswegen sagen die Ahlul Ilm, Ungeduld, und mit Ungeduld meinen wir alles, was zu diesem Paket gehört. Ungeduld, sei es durch die Zunge, sei es durch das Herz, sei es durch die Gedanken, die man hat, sei es durch Taten. Ungeduld kann sich auch durch Taten äußern, haben wir gesagt. Missfallen durch, ich weiß nicht, ob es bei euch in der Kultur so ist, aber in manchen Ländern ist es immer noch so. Wenn jemand verstirbt, dann siehst du die Frauen, die kreischen und schreien. Nicht normales Weinen. Normales Weinen, Tränen vergießen, haben wir gesagt, das widerspricht nicht der Geduld. Und das widerspricht auch nicht der Zufriedenheit mit den Bestimmungen Allah Ta'alas. Wie in dem Hadith von, als der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, verstarb. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, innal ayna la tadma', das Auge tränt, wa innal qalba la yahzun, das Herz trauert. Aber wir sagen nur das, was unseren Herrn zufriedenstellt. Und dann sagt er, auch Trauer ist nicht, Trauern zu trauern widerspricht auch nicht der Zufriedenheit mit den Bestimmungen Allahs. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa inna bi firaqika la mahzunun, und wir trauern um dein Verlassen. Wir trauern darum, dass du uns verlässt. Das heißt, diese Sachen widersprechen nicht der Zufriedenheit. Aber wie gesagt, das Rumkreichen, das laute Jammern, an den Haaren zerren, sich selbst ohrzufeigen, die Kleidung zerreißen, Sachen durch die Gegend schmeißen, die Wände treten, die Türen treten. Das alles widerspricht der Geduld. Also was ich jetzt damit sagen möchte, Ungeduld wird dir nichts bringen. Du wirst davon nichts haben. Du wirst die Uhr damit nicht zurückdrehen. Und das wird die geschehenen Dinge nicht ändern, kein bisschen. Der Verlauf der Sachen wird so bleiben, wie es ist. Was hast du davon? Du hast gar nichts davon. Du verlierst sogar dadurch. Und du kränkst dich selbst. Du kränkst dich selbst, weil du damit Sorgen, Stress, das sind Dinge, die den Menschen innerlich zerfressen und töten. Und durch dieses Verhalten steigerst du das nur in dir selbst. Du steigerst das. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, er nennt diese Geduld, er nennt sie Iman. Er sagt, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Und wer Iman an Allah hat, sein Herz wird er leiten. Was heißt Iman hier an Allah? Die Tabi'un sagten, in diesem Vers bedeutet Iman an Allah, yani jemand, der von einem Schicksalsschlag getroffen wird und ihn erträgt, mit offener Brust annimmt und akzeptiert, das ist hier mit dem Iman gemeint. Den leitet Allah recht. Es gibt Dinge, die, wenn man über sie nachsinnt, können sie das Ausmaß des Schicksalsschlages lindern. Wenn man darüber nachdenkt und nachsinnt, können sie das dein Empfinden für diese Sachen ein bisschen ändern. Unter anderem darüber nachzusinnen, dass es hätte schlimmer sein können. Sei, wenn du von einer Sache getroffen wirst, es hätte 10-mal, 100-mal, 1000-mal schlimmer ausgehen können. Das kann das, ja, das Ausmaß des Empfindens lindern. Und auch zu betrachten, dass es Menschen gibt, die in deiner Situation sind, bei denen es eventuell übler ausgegangen ist. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, in dem bekannten Hadith, Undur ila man huwa asfala mink. Schaue auf die,
die unter dir sind, ja, in den weltlichen Angelegenheiten. Unter dir ist gemeint, wenn es dir nicht so wohl geht, dann schau auf die, die unter dir sind, denen es noch schlimmer geht. Und schau nicht auf die, die über dir sind. Das ist eine Sache. Zweitens, zu bedenken, dass du nicht alleine bist. Dass es Menschen gibt, unzählige Menschen gibt, die das gleiche Schicksal teilen wie du auch. Wenn es eine bestimmte Krankheit ist, du bist nicht der Einzige mit dieser Krankheit. Wenn es ein Defizit ist, du bist nicht der Einzige. Wenn es Armut ist, du bist nicht der Einzige. Wenn es das Sterben von Lieben oder Bekannten ist, du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, sich zu danken, dass diese Musiba nicht in deinem Dien war. Dass sie nicht in deinem Dien stattgefunden hat, die Musiba. Das ist die dritte Sache. Vierte Sache, zu bedenken, dass dieses Übel nur, es ist übel, ja, aber nur aus bestimmten Perspektiven her betrachtet. Es ist kein absolutes Übel. Denn du musst bedenken, das kann dazu führen, wenn man geduldig ist, das ist eine Voraussetzung, dass dadurch deine gewisse Fehltaten getilgt werden, dass deine Sünden dadurch vergeben werden, dass deine Stufen und Rangstufen erhoben werden. Ist das eine gute Perspektive oder nicht? Das ist eine gute Perspektive. Deswegen sagten manche der Salaf, ich glaube, das war Umar ibn Abdulaziz, er sagte, wenn dem Diener eine Sache weggenommen wird, was es auch immer sein mag, und ihm anstelle dieses Schadens Geduld gegeben wird, die Geduld, also dass du geduldig sein konntest in dieser Situation, wenn dir das ermöglicht wurde, er sagte, dann ist das, den Ersatz, den er bekommen hat, viel besser als das, was ihm weggenommen worden ist. Der Ersatz ist die Geduld, die du bekommen hast. Denn die Folge dieser Geduld wird etwas viel Größeres sein, etwas viel Gewaltigeres als das, was dir weggenommen worden ist. Das sind so einige Sachen, die kann man bedenken. Es gibt natürlich noch viele andere Punkte, die einem helfen können, seine Schicksalsschläge mit Geduld anzunehmen. Eine der wichtigsten, meiner Meinung nach, zu wissen, dass diese Dinge schon bevor du existiert hast, bevor du überhaupt ins Leben gekommen bist und ins Leben gerufen worden bist, waren diese Dinge schon festgelegt. Du kannst sie nicht ändern. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einem kleinen Jungen beigebracht. Da sieht man auch, dass man derartige Gedankenzüge schon in die Köpfe kleiner Kinder einpflanzen sollte. Er hat das Ibn Abbas gesagt. Ibn Abbas war noch ein kleiner Junge, als er das zu ihm gesagt hat. Er sagte zu ihm, und wisse, dass wenn sich die ganze Schöpfung versammelt, um dir etwas, einen Schaden anzurichten, dir einen Schaden anzufügen, den Allah für dich nicht festgelegt hat, werden sie nicht in der Lage dazu sein. Und wisse, wenn sich die gesamte Schöpfung vereinigt und versammelt, um dir etwas Gutes anzutun, was Allah für dich nicht festgelegt hat, dann werden sie nicht in der Lage sein. Warum? Er sagte, Rufi'at al-Aqlam wa jaffat al-Suhuf. Die Schreibfedern sind aufgehoben und das Papier ist getrocknet. Ja, da kann nichts mehr verändert werden. Er sagte in einem anderen Hadith, wa'alam annama asabak lam yakun li yukhti'ak. Wisse, was dich hat getroffen, hätte dir nicht entgehen können. Und was dir ist entgangen, hätte dich nicht treffen können. Das sind so Sachen, die festigen einen Menschen, wenn er natürlich davon, wenn das nicht nur Theorie ist, sondern gelebte Überzeugung. Aus dieser Perspektive her kann man auch verstehen, warum manche der Salaf sich bei den Schicksalsschlägen gefreut haben.
Warum sie sich gefreut haben. Ich habe schon mal gesagt, dass manches, was hier bezüglich überliefert worden ist, es ist schwer, das ins richtige Licht zu stellen. Wie zum Beispiel die Geschichte von Al-Fudayl ibn Iyad. Erinnert ihr euch noch? Wo er, als er gestorben ist, als sein Sohn gestorben ist, hat er gelacht. Sein Sohn ist gestorben und er hat gelacht. Also zu lachen und eine Freude zu verspüren, das sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst eine Freude verspüren, wie gleich auch in einem Vorfall, aber zu lachen, das widerspricht dem, yani, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gelacht hierbei, als sein Sohn gestorben ist. Aber wir haben zum Beispiel hier Umar ibn Abdul Aziz, der Khalifa, also man nennt ihn Khalifa, man nennt ihn den fünften Khalifa, aber wie gesagt, er war eigentlich nicht der fünfte, vor ihm waren viele andere mich. Aber er war gerecht, wegen seiner Gerechtigkeit, und weil er nach dieser Gerechtigkeit der Al-Khulafa al-Arba'a, der vier rechtgeleiteten Khulafa, gelebt hat, hat man ihn dann Al-Khalifa genannt, der fünfte Khalifa. Es wird überliefert, dass es in seiner Zeit, sagt einer seiner Gouverneure, er sagt, er hatte mich beauftragt, die Sadaqat Afrikas an die Armen zu verteilen dort. Sadaqat Afrikas, damit gemeint die Zakawat, also die Zakargelder, die in die Staatskasse eingegangen sind und andere Einnahmequellen, die halt überschüssig da sind. Er hat gesagt, er hat mich beauftragt, sie an die Bedürftigen in Afrika zu verteilen. Da hat er ihm zurückgeschrieben, hat er gesagt, es gibt hier niemanden, der dieses Sadaqat benötigt. Da hat er gesagt, gut, wenn es niemanden gibt, dann schau, ob es Leute gibt, die heiraten möchten. Übernimm die Heiratskosten und die zahl aus der Kasse, also aus der Staatskasse, zahl wie heißt der Mahr auf Deutsch? Die Brautgaben. Da hat er gesagt, wurde auch schon getan. Immer noch Geld da. Siehst du? Das heißt, die Gerechtigkeit, der gerechte Umgang mit den Staatsgeldern, besonders wenn dieser Zakawat, dieser Zakat gründlich eingesammelt wird und rechtmäßig verteilt wird, und sonstige andere Einnahmenquellen, ist das Tilgen der Armut möglich. Umar ibn Abdul Aziz, sein Sohn, ist gestorben, Abdul Malik. Und er sagte da folgende Worte. Er sprach sozusagen zu seinem Sohn. Also ihr wisst ja, manchmal spricht man zu nicht anwesenden Leuten in seinen Gedankengängen. Nicht im Sinne, dass man sie aufruft oder so. Aber einfach emotional, wenn man emotional ist. Er sagte, mein Sohn, ich war stets durch dich in meinem Leben beglückt. Das heißt, er war eine Ursache für Glück in seinem Leben. Aber er sagt, es gibt aber keinen Tag, an dem ich glücklicher mit dir bin als heute. An seinem Todestag. Als heute. Und ich erhoffe mir heute einen Nutzen durch dich, den ich mir sonst nie erhofft habe. Was meint er damit? Das ist eine Form der Freude, oder nicht? Die Salaf haben aber die Folgen, die haben darauf ihre Blicke, ihr Augenmerk, den Folgen dieser Schicksalsschläge gerichtet, wenn man sie geduldsam erträgt, und haben darauf gehofft. Und das macht das einem Menschen viel leichter. Man fragt sich aber, sind derartige Zustände möglich, machbar? Sollte man so etwas anstreben? Kann es wirklich sein, dass er gar keine innere Bedrängnis gefühlt hat durch den Tod seines Sohnes? Das sagt kein Mensch und das ist auch nicht verlangt. Innere Bedrängnis, also ein inneres Unwohlsein, das ist normal. Das ist ein natürliches Gefühl. Aber diese Freude ist keine natürliche Freude. Das nennen sie Farah und Shara'i. Das ist wie, man kann das vergleichen wie jemand, der krank ist. Sein Sohn ist krank.
Und sein Sohn ist schwer erkrankt und man muss ihm das Bein amputieren. Ansonsten wird er sterben. Tayyib, jetzt seinem Sohn das Bein zu amputieren, wird er sich darüber erfreuen? Man kann weder ja noch nein sagen. Aus der Perspektive, dass er sein Bein verliert, wird er sich natürlich nicht darüber freuen. Aber da das Amputieren seines Beines dazu führt, dass er am Leben erhalten wird, wird es ihm gefallen. Oder nicht? Und so ist es auch mit diesen Sachen. Also diese Freude, die wir hier in seinem Zustand beschrieben haben oder die in anderen Vorfällen passieren, das ist eine Freude hinsichtlich, oder weil man eben die Ausgänge davon erkennt. Aber es gibt natürlich eine innere Unruhe oder eine innere Bedrängnis, das ist etwas Normales. Deswegen sagt auch Sila ibn Ashyam, und das ist auch noch ein Beispiel dafür, Sila ibn Ashyam ist in eine Schlacht ausgezogen mit seinem Sohn. Und da sagt er zu seinem Sohn, mein Sohn, schreit voran, also geh mir voraus und kämpfe, damit ich hatta ahtasibak, damit ich mir deinen Lohn erhoffen kann, falls du fällst. Als Vater, also weil er das geduldig erträgt. Der Sohn ist fortgeschritten, ist gefallen, als Märtyrer gefallen. Dann ist der Vater vorgegangen, hat auch gekämpft, ist auch gefallen. Jetzt kommen die Leute zu seiner Frau, von Sila ibn Ashyam, Mu'adha al-Adawiyya. Da kommen Frauen zu ihr und sie sagt zu ihnen am Eingang, wenn ihr mich beglückwünschen wollt, dann kommt herein. Wenn ihr was anderes wollt, geht fort. Beglückwünschen für den Tod deines Mannes und deines Sohnes. Hat sie keine innere Unruhe gehabt, kein Bedrängnis? Davon ist nicht die Rede. Das ist sicherlich der Fall. Aber wie gesagt, die Salaf haben den Lohn in ihr Augenmerk genommen und so sind ihnen die Schicksalsschläge leichter gefallen. Deswegen sagt auch Ali radiallahu ta'ala an, oder das ist eigentlich ein Adab für sich selbst, ein Verhalten, eine Manier der Geduld für sich selbst hier, dass man die Dinge, die einem Unbehagen bereiten, die Schicksalsschläge oder was auch immer das ist, dass man nicht darüber spricht, dass man das nicht jedem erzählt. Seien sie groß oder klein. Hast du ein bisschen Schnupfen, musst du nicht der Welt draußen erzählen gehen, ich habe Schnupfen. Hast du ein bisschen Fieber? Warum nicht? Ali radiallahu ta'ala sagt, min ijlalil abdi li rabbihi an la yashkuahu ila ahad. Es gehört zur Glorifizierung Allah ta'alas, dass man sich über ihn nicht beklagt. Bei niemandem. Über ihn beklagen, was heißt das? Ein Muslim wird sich nicht über Allah beklagen, in dem Sinne, wie man das vielleicht versteht. Aber es ist eine indirekte Form der Klage, über seine Schicksalsschläge zu sprechen und jedem davon erzählen, um ihr Mitleid zu gewinnen für sich. Aber natürlich heißt es nicht, dass das überhaupt nicht legitim ist, wenn es nötig ist, wie zum Beispiel, wenn man sich behandeln lassen will. Es führt natürlich kein Weg dran vorbei, aber gemeint ist halt, dass man das nicht unbegründet macht. Daher sagte Al-Ahnaf, ich habe mein Augenlicht vor 40 Jahren verloren, ich habe nie darüber gesprochen. Niemandem gesagt, ich bin blind geworden, ich sehe nicht. Na. No. Ein Mann sagte zu Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, der kam zu ihm rein, der hat Fieber gehabt. Und da sagte er, كيف تجد نفسك, يا أبو عبد الله, wie fühlst du dich, Abu Abdullah? Da sagte er, بخير وعافية, ich fühle mich gut, unbescholten. Und dann sagte er, hast du nicht gestern Fieber gehabt? Dann sagte er, wenn ich dir sage, mir geht's gut, dann dränge mich nicht dazu, etwas zu sagen, was mir missfällt. Das heißt, das ist eine Form des Adab, sich nicht zu beschweren, seine Klagen nicht
zu verbreiten. Das ist so der abschließende Teil des As-Sabr, den ich hier noch zu Ende bringen wollte. Danach geht er weiter mit dem Kapitel Ar-Raja'u wal-Khawf. Ar-Raja'u wal-Khawf, Hoffnung und Furcht. Hoffnung und Furcht. Hoffnung und Furcht sind zwei Motoren, von denen ein Mensch angetrieben wird. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, die Muharrikat, oder ich glaube, nannte das nicht Muharrikat, aber ich nenne es mal so, die Motoren, die den Menschen bewegen, sind drei Dinge. Drei Dinge veranlassen sämtliches Handeln des Menschen. Also im Großen und Ganzen. Entweder tut er etwas aus Liebe, oder er tut oder unterlässt etwas aus Furcht, oder er tut etwas aus Hoffnung. Das sind die drei Motoren, die den Menschen betreiben. Fast jedes Handeln, das der Mensch tut, lässt sich irgendwo hier einordnen. Deswegen der Mu'min, auch auf dem Weg zu Allah Ta'ala, auf diesem Weg braucht er diese drei Dinge. Der Kopf ist die Al-Mahabba. Die Al-Mahabba, die Liebe, ist der Kopf. Und dann hat er zwei Flügel. Die Furcht, ein Flügel. Und der andere ist die Hoffnung, Ar-Raja. Mit diesen drei Dingen bewegt er sich auf diesem Weg, auf diesem Pfad. Mehr als mit dem Körper. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, er sagte, al-Tariq ila Allah tuqta'u bil-Qulub, la bil-Abdan. Der Weg zu Allah Ta'ala wird mit den Herzen, nicht mit den Körpern beschritten. Jedenfalls, was ist denn die Hoffnung? Was bedeutet Ar-Raja? Was ist die Furcht? Das sollten wir lieber im nächsten Dars neu anfangen, damit das nicht unterbrochen wird. Hören wir dann hier auf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.